Naja, in der Diktatur zu leben ist ja kein Vergnügen. Und als Berlinerin ist einem schon bewusst, dass man eingesperrt ist. Das ist nicht jeden Tag spürbar. Menschen sind ja in der Lage, sich an Verhältnisse sehr gut zu gewöhnen. Aber ich habe das Glück, aus einer Familie zu kommen, in der die Mauer und die SED, die DDR sehr kritisch gesehen wurden. Damit bin ich groß geworden. Mit Fernsehübertragungen von Bundestagsdebatten und so. Insofern hatte ich, blieb das Bewusstsein dafür, in welchem Land wir leben, immer wach. Als du sagtest, das wichtigste Ereignis waren die Geburt deiner Kinder. Ja. Na klar. Aber daraus erwuchs ja für dich auch nochmal eine besondere Situation in der DDR. Das ist wahr. Spätestens wenn die Kinder ins Schulalter kamen, mussten Eltern Entscheidungen treffen. Im Grunde genommen sogar schon vorher, weil man auch zu den Kinderkrippen und Kindertagesstätten einiges sagen müsste. Es gab zwar genug, aber viele waren sehr problematisch. Und spätestens wenn die Kinder zur Schule kamen, musste man zum Beispiel die Entscheidung treffen, ob man es einfach geschehen lässt, dass sie Mitglied von der jungen Pioniere werden. Ne? Und Kinder mussten auch sehr schnell lernen, also unsere jedenfalls, zu unterscheiden, ob sie zu Hause sprechen oder in der Schule sprechen. Also dieser Satz, was wir hier bereden, das dürft ihr nicht in der Schule erzählen, den kennen sehr viele Menschen, die in Diktaturen leben. Ich habe danach mal gefragt, wenn ich Menschen aus anderen Diktaturen kennengelernt habe, und dann lächelten die und nickten mit dem Kopf, ja. Das kennen alle, dass es so zwei Welten gibt, also vorausgesetzt, man lebt in einer kritischen Distanz zu der jeweils herrschenden Clique oder Partei oder was das jeweils ist. Aber dann wird doch sehr entschieden zwischen dem privaten, vertrauensvollen Bereich und dem Außenbereich, wo man schon ein bisschen aufpassen muss. Und für mich war das einerseits natürlich gut, andererseits auch erschreckend, wie schnell Kinder sowas lernen. Ja, eigentlich ist es ja nicht normal. Kinder leben ja in einer Welt. Ne? Und ich habe ja dann in dieser selben Zeit auch mit Kindergruppen gearbeitet, also in der evangelischen Kirche. Ich werde nie vergessen, wie so ein kleines Mädchen, nachdem ich eine Frage gestellt hatte, antwortete Frau, mit einer Gegenfrage antwortete: Frau Birtler, soll ich sagen, was richtig ist oder was ich denke? Und da dachte ich so, die Frage, mein Kind, werde ich nie vergessen. Und habe ich auch nie vergessen, ja. Die bezeichnet das, so dass Kinder sich ganz schnell in dieser Welt zurechtfinden, auch in so einer gespaltenen Welt, manchmal besser als die Erwachsenen. Ja. Na, in den 70er Jahren war das eher nicht mein Verdienst, um mal diesen Begriff zu benutzen, sondern mein Schwiegervater hatte eine wichtige Funktion in der Industrie, in dem petrochemischen Kombinat in Schwedt, und sein ganzes Umfeld wurde beobachtet. Also das war sogar der Grund, dass die Wohnung meiner Mutter verwanzt wurde. Also wo wir uns dann oft auch getroffen haben, wenn die nach Berlin kamen. Ne? Also das hatte damit vor allen Dingen zu tun, auch dass das Ferienhaus dann so eine Abhöreinrichtung bekam. Und dass sie sozusagen uns selber direkt aufs Korn genommen haben, das war dann, glaube ich, erst in den 80er Jahren. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass das weißt du ja als Bundesbeauftragte in deiner Rolle sicher noch viel besser, dass die Stasi die eigenen Leute in zunehmendem Maße viel mehr überwacht hat als das breite Publikum. Na, so würde ich das nicht sagen. Aber natürlich war ein Grundprinzip der Staatssicherheit war das Misstrauen. Und es gab ein sehr ausgeklügeltes System innerhalb der Stasi, dass keiner unabhängig von den anderen oder unbeobachtet von den anderen was machen konnte. Also das haben ich weiß gar nicht die Details, aber das war natürlich so ein Dauerprinzip, dass ihre eigenen Leute überwacht wurden. Weil man konnte ja nicht wissen, ob irgendwann da jemand weich war oder sich mit jemand befreundete, den er zu beobachten hatte und so. Und das war im Grunde nicht möglich. Insofern ist das, was wir aus dem Film Das Leben der anderen kennen, dass da einer sozusagen ganz für sich gearbeitet hat und alleine auf dem Dachboden saß und so, das entspricht eigentlich nicht der Realität, wie die Stasi gearbeitet hat.
Also die gegenseitige Kontrolle war oberstes Prinzip. Aber natürlich gab es da nicht so viel Kontrolle. Also die Hauptaufgabe der Stasi war ja, die Macht der SED zu sichern, indem man tatsächliche oder vermeintliche Gegner und Feinde ja, zunächst mal beobachtet hat oder auch versucht hat zu kontrollieren oder bis dahin, dass man versucht hat, sie zu zerstören. Das war die Hauptaufgabe. Sie nannten sich ja selber ganz stolz Schild und Schwert der Partei. Also das war die Hauptaufgabe. Na, erst in der späten DDR, als wir dann wirklich aktiv Veranstaltungen machten und die haben ja interessanterweise zweigleisig gearbeitet. Einerseits natürlich verdeckt, das war ja eine Geheimpolizei, auf der anderen Seite aber auch sehr offen und demonstrativ, damit wir merkten, dass wir kontrolliert werden. So als Einschüchterung war das gedacht. Ne? Und da konnte das dann schon mal passieren, dass, wenn man aus einer Haustür kam, sich direkt vor einem jemand aufgebaut und fotografiert hat oder so. Ansonsten bin ich zum Glück weitgehend verschont geblieben von solcher direkten Konfrontation. Also ich war zweimal kurzzeitig verhaftet im Zusammenhang mit Aktionen, aber das hat nicht länger als einen Tag gedauert. Du hast ja an der Mahnwache für die Umweltbibliothek am 25.11.1987 teilgenommen. Ja. Wie war das? Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Naja, wir waren ja so ein ganzes Netz von sehr unterschiedlichen Oppositionsgruppen, das waren fast alles so Ein-Punkt-Bewegungen, also Ökogruppen, Dritte Weltgruppen, Lesbengruppen, Schwulengruppen, Gruppen, die sich um die Erziehung in der DDR gekümmert haben und so. Und eigentlich hätte jeder so vor sich hingearbeitet, wenn wir nicht einen starken gemeinsamen Gegner gehabt hätte, der uns veranlasst hat, uns auch zusammenzuschließen, voneinander zu wissen. Und natürlich waren wir stärker, wenn wir beispielsweise bei Verhaftungen, und das war der Anlass, dass die Leute dass die Umweltbibliothek durchsucht und die dort Anwesenden verhaftet wurden, dann dagegen haben wir protestiert. Das war, glaube ich, 87, ich weiß jetzt gar nicht so genau, 87 im Herbst, ja. Und da die Gruppen gar nicht so groß waren, war das natürlich erst eindrucksvoll, wenn wir zusammen Aktionen gestartet haben. Und das hat sich immer stärker ergeben, bis wir dann auch ein stabiles Netzwerk gegründet haben. Und die Aktion da an der Zionskirche, der Protest gegen die Durchsuchung der Umweltbibliothek, war ein ganz wichtiger Schritt dahin, dass es auch zu einer formalen Zusammenarbeit kam.